Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zur Folge 121 im Factorium Modpack. So, da sind wir wieder und es gibt ein paar kleine Änderungen, denn ich habe den Rat vom, ich weiß gar nicht mehr, was vom Buddy, ja, auf jeden Fall wurde mir gesagt, ich soll doch mal was ausprobieren. Und zwar habe ich per Konsole, habe ich diese Geschichte hier gemacht. Ja, warte mal, kann man das sehen? Warte mal, vielleicht, warte, ich laufe mal wohin, wo man das vielleicht sehen kann. Kann man es hier sehen? Hier kann man es, glaube ich, besser sehen. Auf jeden Fall habe ich per Konsole diesen Spaß hier gemacht. Ist es das hier? Kann man das da sehen? Nee, das war... War das weiter oben? Ist das hier? Auf jeden Fall habe ich die... Pollution ausgeschaltet, denn wenn wir jetzt mal hier Pollution an, aus, passiert nichts. Pollution ist aus, gibt keine Pollution mehr. Und ich habe einmal alle Aliens getötet. Quasi alle Viecher, die auf dem Boden unterwegs waren, so wie hier jetzt. Die sind dann alle einmal umgekippt. Und das hatte zur Folge, dass, wie man hier oben unschwer erkennen kann, die FPS wieder läuft. Denn es lag tatsächlich einfach an den Aliens oder an der Pollution. Und eins von beiden oder beides in Kombination, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall läuft das Spiel jetzt deutlich flüssiger. Und ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden und wir können auf jeden Fall wieder ordentlich loslegen. So, das nur mal vorweg. Ich habe überlegt, ob ich das machen soll oder nicht. Es ist zwar Cheating, aber sind wir doch mal ehrlich. Was habe ich denn jetzt gemacht? Steuerung F war nicht cool. Steuerung F. Hinten dieser Heli nochmal an. Shift R. Shift F. Bin ich bescheuert? Du spielst eine Woche nicht mehr und kriegst den Heli nicht mehr an, oder was? Shift E. Habe ich doch vorhin gedrückt. Naja. Auf jeden Fall funktioniert das wieder. Bin zufrieden. Manchmal geht die FPS trotzdem noch hier so auf 58 runter, aber ich denke mal, das ist normal. Ja, man kann nicht alles erwarten. Es wurde zwar auch noch geschrieben, ich soll dem Spiel mal mehr RAM und CPU zuweisen. Allerdings wüsste ich nicht wie. Keine Ahnung. Und wenn ich mal schaue, kann man hier Taskmanager kurz gucken. So. Könnt ihr den eigentlich sehen? Ne, könnt ihr wahrscheinlich nicht. Mehr Details, Leistung. Prozesse. So, Factorio hat gerade 6100 MB an Arbeitsspeicher und 5,3% GPU und was noch? CPU 8,6%. Also leistungstechnisch ist jetzt nicht so, dass es am Maximum klebt. Naja. Wir haben 60 FPS, alles ist gut. Und scheiß auf die Aliens, ob die jetzt angreifen oder peng, drauf geschissen. Die werden auch so noch angreifen, aber erstmal habe ich einmal alle erledigt und wir sind auf jeden Fall fürs Erste los. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo habe ich denn angefangen? Hier oben, ne? Das Ding läuft hier schon. Das läuft wahrscheinlich jetzt auch voll. Aber shit happens. Wir müssen natürlich auch noch den Crushed Stone hier wegkriegen. Der wird natürlich... Uns wird jetzt sowieso, denke ich mal, hier am Anfang erstmal einmal alles volllaufen. Ich glaube, das ist nicht schlimm. Oh. Ah, da muss ich auch drauf achten, dass hier genug Kohle am Start ist. Wobei das ja eigentlich nur für unsere Cleaning hier ist, die wir eh nicht mehr brauchen, aber... Nee. Wir lassen es trotzdem laufen. Sehr schön. Das Ding läuft auf. Wir müssen nur gucken, dass hier immer genug am Start ist. Also hier müssen wir... Die Grünen sind das, was hier fehlt. Hiervon haben wir genug von Plutonium. Wir brauchen echt einfach nur das Grüne. Was können wir alles herstellen? Das können wir alles herstellen, wenn wir hier so weit sind. Wir müssen das im Auge behalten. Wollen wir da vielleicht einen Alarm dran machen? Haben wir sowas hier? Programmierbar. Ich bin doch jetzt hier... Ich habe das doch im Multiplayer auch hingekriegt. Warte mal. Wir machen hier mal einen Alarm hin. So, Alarm. Dann Signalkabel. So, Bams. So, dann stellen wir ein, wenn... Wo haben wir die denn? Hier. Plutonium Fuel Cell. Kleiner als... Sagen wir mal 100. Dann...
Der Wert erscheint ja bestimmt die Note, die gespielt wird. Nee, das brauchen wir nicht. Globale Wiedergabe, Benachrichtigung anzeigen. Benachrichtigung ist alle. Alarm. Das ist gut für Atom. Das ist gut. Das lassen wir. Also theoretisch. Warte mal, wir müssen das einmal testen wenigstens. Nicht, dass das nicht funktioniert. So, warte, wir nehmen das mal alles raus. Oh. Der hört aber auf auch, ne, oder? Sehr schön, funktioniert, alles klar, dann wissen wir Bescheid. Dann wissen wir Bescheid. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier alles läuft. Ich denke mal, ja. So, wir haben hier das. Ja, nicht das Salz. Ja, Salz, was? Eigentlich müssten wir. Wo machen wir das hin? Also, wir haben hier die Produktion. Wir müssen. So, der Zug, der fährt jetzt schon mal hier. So, das ist schon mal seine Fahrtstrecke hier. Wollt ihr euch anzeigen lassen? Ich glaube, das geht in der nächsten Version erst. In dieser noch nicht. Wir müssten theoretisch können wir das ja eigentlich schon machen. Ne? Wir haben ja Tankwaggons. Habe ich schon welche? Nö. Natürlich nicht. Fuelwaggon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titanium. So, Züge haben wir aber noch, ne? Dann würde ich nämlich sagen, wir fangen mal an, hier das Salzwasser abzukarren. Die Frage ist nur, was wir damit machen. Und es wird übrigens gesagt, hier mit den ganzen Signalen, dass das echt zu Stau kommen kann. Weil, wenn jetzt beispielsweise hier ein Zug herfährt, der fährt jetzt hier hin, der muss ja hier warten, wenn jetzt von hier einer kommt oder von hier einer kommt oder wie auch immer. Dann muss der hier warten. Und es kann sein, dass er mit seinem Arsch hier drinnen steht und somit voll den Stau verursacht. Das heißt, es wurde gesagt, ich muss hier auch noch Folgesignale hinmachen. Dann reicht es eigentlich, wenn ich auch nur eins auf die Strecke mache. Damit das, wenn die so eng aneinander sind, damit das passt. Also hier funktioniert das wieder, weil hier durchaus zwei Züge oder ein Zug stehen kann ohne Probleme. Hier können wir auch noch ein normales Signal in der Mitte machen, dann können auch zwei Züge hin. Das wäre eigentlich auch mal eine Maßnahme, so. Und dann geht das. Und ich würde tatsächlich sagen, dass wir. Ja, wo machen wir Flüssigkeitsverarbeitung hin? Hier vielleicht. Macht das Sinn? Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. So, das ist schon ratzevoll hier. Okay. Der fährt aber auch nur, wenn Inventar leer ist, oder? Ne, der fährt alle 60 Sekunden. Aber der bleibt so lange stehen, bis Inventar voll ist. Das heißt, wenn die Bude vollgelaufen ist, fährt er trotzdem immer weiter. Oh ja. Weil wenn ich den auf leeres Inventar trimmen würde, dann müsste ich hier noch für einen Ausgleich sorgen, dass das immer dasselbe ist. Es kann sein, dass drei voll sind, einer leer und dann wäre das nicht so cool. So. Jetzt müssen wir eigentlich hier unten auch mal die Verbindungen schaffen, ne? So, wir haben hier mit das. Warte mal, ich hatte mir da doch Blaupausen von gemacht, ne? Das war das, das war das, das war das. Das war. War das? Das war das. Das musste doch hier hin, oder? War das nicht so? Glaube schon. Ich glaube, das kann ich auch variieren. Das kann ich einfach drehen, so wie ich es brauche. So, hier mal Verbindungen machen. Wir haben ja immer hier rechts fahren, ne? Das ist wichtig, dass wir immer dieselbe Strecke nehmen. So, dann machen wir das mal hier dran, das mal da dran. Dann können wir hier theoretisch
Kreisverkehre hinbauen. Richtig? Wisst du, wo die sind? Hier ist einer. So, wir lassen mal ein bisschen Platz. Wir machen aber so, dass wir hier dran vorbeikommen. So. So, da kommen wir noch vorbei. Jawohl. Können wir da nämlich noch anbauen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. So, wo ich jetzt nur keine Signale habe, ist... Ich habe immer da an den Abzweigungen Signale. Brauche ich dazwischen eigentlich keine mehr, ne? Ja, ich nicht. Eigentlich nicht. So. Dann haben wir hier... Wohin fährt er denn? Der fährt nur hoch. Der kann nur hochfahren. Hier haben wir ja auch keinerlei Abnahme, oder? Nee, doch. Crushed Stone müssen wir da holen. Crushed Stone müssen wir holen. Und es wurde übrigens gesagt, ich soll die Bahnhöfe gleich benennen, damit die Züge mehrere anfahren. Allerdings weiß ich noch nicht genau, wie das funktionieren soll. Da muss ich dann nochmal gucken. So, hier machen wir erstmal die Verbindung. Und hier, jetzt haben wir keine Signale mehr. Dann müssen wir ein paar bauen. So. Denn, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ich jetzt hier einen Bahnhof hinmache. Pass auf, ich habe jetzt hier gedacht, ich mache das so. Wenn man jetzt hier einen Bahnhof, keine Ahnung, ihn hier machen, so, so, zack, 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 zack. Und dann hier wieder dran oder so. Dann machen wir, haben wir hier einen Bahnhof. Na, kommt schon her. Oder halt eine Umleitung, wie auch immer. Wir können ja... Hof. Hier. So, hätten wir jetzt hier einen Bahnhof, theoretisch, ne? Zack. Da würde dann jetzt der Crushed Stone Zug drinne stehen. 1, 2, 3, 4. Und nochmal der hier. Bams. So, dann kommen hier natürlich Zugsignale hin. Einmal hier, einmal hier. Und einmal hier und einmal hier. Das heißt, die Züge können trotzdem hier weiterfahren, selbst wenn hier einer steht. So, jetzt lade ich hier Crushed Stone ein. Wenn ich diesen Bahnhof jetzt zum Beispiel Bahnhof A nenne. So, machen wir jetzt Bahnhof A hin. Und ich den nächsten Bahnhof, der dann ja hier steht, auch Bahnhof A nenne. Kann ich den dann da rüberfahren lassen oder wie muss ich das verstehen? Macht ihr das dann automatisch? Da blicke ich noch nicht so ganz durch. Aber wir testen das mal gerade. Halt echt ein Zugnut, ne? Halt schon schlimm. So. Da unten habe ich die Einser-Waggons genommen, ne? So, jetzt heißt der hier auch A. Groß A. So, wenn ich jetzt einen Zug habe, Station hinzufüge. A. Zeit vergangen, 30 Sekunden. Aber wir können ja mal testweise 5 Sekunden machen. Und dann, ich kann aber nur einmal A auswählen. Ich habe aber zweimal Bahnhof A. Anonymous Badger, warte mal. Zughaltestelle A und Zughaltestelle A. Warte mal, ich mach mal den Zug nochmal weg hier unten. Was war das hier? Das ist Zughaltestelle Billy Jellinger. Was sind das hier? Saferite, ne? Nee, Steratite. Ups. A, B. Jetzt sind die draußen echt mit der Rüttelplatte zugange. Ist das deren Scheiß ernst? So eine Sauerei. Steratit. Wie habe ich denn das geschrieben? Bahnhof. 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 Steratit. Abladen. Ja. So, wenn ich dem jetzt sage, er soll von A nach Bahnhof Steratit abladen. Auch 5 Sekunden. So. Wie fährt er jetzt?
steht jetzt im Bahnhof A. Fährt er jetzt zum zweiten Bahnhof A, um dann hierhin zu fahren? So, wir beobachten das. Also, fährt jetzt hier hoch und fährt hier wieder runter. So, und er müsste theoretisch jetzt unten rumfahren, hier hinfahren. Macht er nicht, er fährt jetzt im Bahnhof. So, bleibt 5 Sekunden stehen. Jetzt die Frage, fährt er direkt hier rein oder fährt er zum anderen? Er fährt da rein. Ja, verstehe ich. So, jetzt nochmal testen, ob er jetzt wieder zum Bahnhof fährt und dann wieder da reinfährt, weil dann ist, das, die Frage ist eigentlich nur, kann ich die Bahnhöfe gleich benennen oder müssen die verschiedene Namen haben? Das ist die Frage. Er fährt wieder hier rein. Da kannst du machen, was du willst. So. Mal den wieder weg. Okay, das heißt, wir müssen das hier, wir könnten das ja, wir können das ja nochmal eben, wir brauchen ja jedes Mal hier für jeden Einzelnen was schreiben. A, B. Doch, eigentlich ist es schon sinnvoll, weil dann wissen wir immer genau, wo der Bahnhof ist, ne? Wir nennen den jetzt Styratit Crushed Stone einladen. Crushed Stone einladen. Ist halt ein bisschen umständlich, aber ich glaube, dass es schon Sinn macht, oder? So, was haben wir hier? Hier haben wir noch gar nichts. Oder? Doch, das ist doch Styratit. Ach, scheiße, wir haben das ja. Wir haben ja überall Styratit gehabt zum Testen. Verdammt. Wir müssen von oben nach unten arbeiten. Okay, das war jetzt ein bisschen doof. Naja, hey, was soll's. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. So. Bap, 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 bap. Boah, Freunde, ich muss das Fenster zumachen gleich. Die sind hier echt mit der Rüttelplatte zugange. Die machen nämlich nebenan den Hof neu. Und sind da schwer zugange. Mit der Rüttelplatte. Das mache ich jetzt. Also, ich mache mal gerade klein 10 Sekunden. So. Erledigt. Fenster zu. Jetzt ersticke ich bald wieder hier. So. Wir haben keine Bahnhöfe mehr. So. Machen wir hier hin. Dann heißt das Dingen jetzt A, B. Was war das? Crotinium. Crotinium, wir machen mal Stein. Stein, wir brauchen nicht Crushed Stone. Einladen, einfach Stein einladen. Fertig. Bams. So, und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier auch noch ordentliche Einladungen hinkriegen irgendwie, ne? Kriegen, glaube ich, so viele Ausladungen nicht hier dran, ne? Wir kriegen hier 6. So wie ich es hier gebaut habe, noch eine. Weil wir könnten 2 mit Tunnel machen. So. Dann hätten wir da 4, da auch 4. Und dann müsste ich hier noch 6 machen. Und hier noch 2. Dann hätten wir quasi die volle Power. Weiß ich aber nicht, ob das so cool ist. Aber können wir eigentlich machen, oder? Ist jetzt nicht so schlimm. So, wir müssen nur den hier. Oh, das ist doof. Muss ich hier lange Tunnelchens nehmen. Den muss ich hier machen. Den muss ich hier machen.
Dann kann ich den so machen. Den so machen. Dann wird er halt nochmal gedreht, aber das ist ja nicht egal. So. Zack. Boah, das ist natürlich auch hier echt hart. Sehe schon, Spaghetti incoming, ja. Das habe ich hier wieder so ordentlich alles gemacht. Ich denke, boah, das wird voll gut. Jetzt fange ich an, hier zu fuckeln. Gefühlt sind auch irgendwie alle im Moment auf der Gamescom, oder? Wer von euch war denn da? Erzählt mir das doch mal. Ich war auf jeden Fall nicht da. Ich wurde zwar gefragt, aber... Also von Leuten, ob ich da wäre. Nicht, dass mich einer eingeladen hätte. Aber ich weiß nicht. Ich war ehrlich gesagt noch nie auf der Gamescom und ich habe auch bis jetzt nur gehört, dass das echt voll sein soll da, ne? So will ich das jetzt echt überall bauen. Dann machen wir uns auf jeden Fall eine Blaupause von, ne? Weil kannst ja sonst nicht basteln hier. Ja, und die langen Tunnel sind wieder nicht mit da drinne. Das ist echt scheiße. So. Jetzt kann ich theoretisch das hier hin machen. Ja, und jetzt fehlen mir wieder, ne? Den brauchte ich hier. Und die brauche ich hier. Ja, mir fehlen Belader. Belader ist eigentlich immer das, was fehlt. Aber das kennen wir ja schon, wa? So, wie war das denn hier oben? Noch ein weiter, ne? So. Dann kommt noch hier einer hin. Warte, machen wir den weg, machen den hier hin. Und. Dann so. Komm schon. Gut. Den ausrichten. Bams. Ist das hier schon safe gelb oder habe ich hier auch erst nur... Doch, das sieht schon safe aus. Das heißt, wir können hier schon Jevolite eintragen, richtig? Ja, wir haben auch den Bahnhof schon benannt. Dann würde ich sagen, dass das auf jeden Fall hier falsch rum steht. Wo haben wir denn Jevolite-Feld, was wir anzapfen? Ach, das hatten wir hier schon. Jo, da hatten wir schon was gebastelt. Ah, alles klar. Dann können wir das doch gerade mal hier ranholen. So, wir müssen den jetzt eigentlich nur hier hochbringen. Der muss hierher fahren. So. Und dann müssen wir den wieder hier dran bringen. So. Na, komm runter. So, dann kann der doch eigentlich schon fahren. Der fährt aber von unten rein, ne? Aber das ist eigentlich egal. Ich kann hier reinfahren, kann auch oben reinfahren, das passt schon. So. Ist dann halt nur ein bisschen umständlich, weil der muss jetzt quasi, wenn er oben rausfährt, dann ist das Ding hier falsch rum. Der müsste andersrum reinfahren. Ah, ich drehe den Bahnhof, das ist blöd. Dann passt das nicht mehr. Nein! Nicht so, Brudi. Okay, müssen wir uns einfallen lassen. Dann müssen wir das hier drehen. Dann muss das hier weg.
Müssen wir das separat da jetzt dran bringen. Nützt ja alles nichts. So. Also, der kann von hier runterfahren und kann dahin fahren. Und der kann von hier kommend dahin fahren. So, dann brauchen wir hier ein, hier ein, hier ein, hier ein, hier ein, hier ein. Und ja. So ungefähr. So, jetzt machen wir das hier auch direkt weg. Boah, ich hoffe, dass das nur ansatzweise hier funktioniert, ey. Da bin ich schon glücklich. Muss noch nicht mal super klappen alles hier. Hauptsache, das irgendwie kommt hier Zeug von A nach B. So. So, 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 so. Also, der fährt von hier dann rein. So. So. Und so. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Das heißt, wir können hier Evolite-Zug eigentlich auch an Start bringen, ne? So, das ist Bahnhof Evolite. Haben wir den schon benannt hier? Ne, den habe ich vorhin wieder abgerissen, ne? Warte mal, wie habe ich den anderen benannt? Protonium AP. Heißt das Ding hier? AB. Evolit. Evolit war ohne E, ne? Evolit. Ja. AP. So. Dann fährst du bitte nach Evolit AP. Zeit vergangen. Plus Inventar voll. Und dann zum Bahnhof abladen. Zeit vergangen. Oder Inventar leer. Bams. Gib ihm. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Der zweite Zug fährt. Das ist sehr, sehr schön. Und dann kann es weitergehen. Dauert zwar alles ein bisschen, aber hey. So ist das. So, der wird jetzt hier beladen. Oder auch nicht. Was ist da los? Das ist immer blöd hier mit den Dingern. Müssen einfach nochmal neu gebaut werden. So. Die müssen wir uns auch neu holen. Weil, ja, dann warten wir jetzt auch. Pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir schicken ihn jetzt zum Bahn. Ziel nicht erreichbar? Was ist da los? Oh, nö. Och, ich hab's wieder falsch gemacht hier oben. So, der kann hier hinfahren. Nee, kann er gar nicht. Ah, ich hab's falsch gebaut! Mann! Ich hab's so gebaut, wie es war, ne? So, der muss ja hier drauf fahren können. Oder hier drauf. Hallo! Ich war nicht fertig. So, jetzt sollte das passen. Ja, ist immer ein bisschen schwierig. Okay, er steht hier. Und ich darf die Dinge auch einmal alle neu... Ach, jetzt wird der Hälfte verbaut. Ja, toll. Toll! Das ist nicht cool. Ah, wir holen gleich neue. Wir holen gleich neue. So, das war's. Mehr gibt's nicht. Es läuft und läuft und läuft. Gut, das wär's gewesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und tschüss.